Wie kommt der Skistiefel neben das Auto? Zu Beginn des ADAC-Tests Ladungssicherung lag der Stiefel noch hinter dem Auto. Zusammen mit der kompletten Skiausrüstung und dem Gepäck für ein Wochenende in den Bergen. Dann wurde das Auto gepackt. Und zwar so, wie man es nicht machen sollte. Lose geschüttet nämlich. Dann der Crashtest. Geschwindigkeit, wie innerorts üblich, 50 km/h. Und dabei wird ganz schnell klar, wie der Skistiefel neben das Auto kommen konnte. Damit so etwas nicht passiert und vor allem niemand verletzt wird, sollten sich Autofahrer vor der Fahrt ein paar Gedanken machen. Der Verbraucher muss sich genau überlegen, wie viele Gepäckstücke habe ich, wie sind die Größen der einzelnen Gepäckstücke, wie kriege ich das überhaupt in meinen Pkw rein und welche Möglichkeiten habe ich, diese Gepäckstücke auch zu sichern. Das heißt, er muss schauen, habe ich Verzurrpunkte, habe ich irgendwelche Ösen im Kofferraum, wo ich dann meine Gurte anbringen kann, damit ich die Ladung überhaupt sichern kann. Zum Beispiel kann der Skistiefel einfach unter den Vordersitz verstaut werden. Im Kofferraum sollten Gurte nicht fehlen, besonders wenn es darum geht, die Skier zu sichern. Zum einen sollte man das Skipaar aneinander binden und dann zusätzlich mit Gurten am Auto befestigen. Auch der Rest der Ausrüstung, die Stöcke, Brillen und Helme, sollte man festbinden. Große Gepäckstücke wie Koffer werden eng aneinander und zum Beispiel an die Rückenlehne der hinteren Sitzreihe gepackt. Auch sie werden zusätzlich mit einem Gurt gesichert. Der Test zeigt, ob die Ladung richtig gesichert ist. In diesem Versuch zeigt sich, dass die Ladung dort geblieben ist, wo sie hingehört, nämlich im Kofferraum an den gesicherten Stellen, wie sie eingebaut wurden, und dass sie sich nicht unkontrolliert im Innenraum bewegt hat und Insassen verletzt hat.